Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir und den Yoshitendo. Heute haben wir mal wieder ein paar Levels von einem lieben User dabei, nämlich der Snake Slime HD, hier bekannt als Miname Erwin, hat mir ein Level zukommen lassen, nämlich hier dieses hier, die Mondbasis. Aber wenn wir uns mal hier seinen Account anschauen, hat er noch viel mehr Levels gemacht. Deshalb, mein lieber Erwin, bzw. Snake Slime HD, ja, dieser Part ist für dich. Weil wir werden mal dein Level spielen. Und ich sehe, die Mondbasis sieht schon mal als Bild schon mal richtig geil aus. Mal gucken. Abschlussreise ist halt der nächste hoch, aber mal schauen, wie wir uns da durchschlagen werden. Ich bin wieder euer Nintendo. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. So. Okay, Super Mario Bros. 3. Okay. Oh. Fängt schon gut an. Aber mir gefällt schon mal die Thematik, so Mondbasis. Also man merkt hier, das hier soll, glaube ich, eine Rakete darstellen, das sieht man auch. Und hier sind wohl die Sterne, aber man soll sie halt nicht einsammeln, deshalb hast du die wohl, wow, ich bin gerade zu gut. Deshalb hast du die halt, verschlossen, die Sterne. Also einbunkern lassen. So. Also ich möchte gerne erstmal da auch hoch. Da oben gab es schon mal ein Item, glaube ich. Ah, so haben wir die Boss-3-Steuerung. So. Dankeschön. Und weg damit. Oh, ich behalte ihn. Aber nicht zu lange behalten. Ich schmeiß mal weg. Die Raketen sehen schon lustig aus, muss ich sagen. Schöne Idee. Da unten ist eine Röhre. Ist da was drin? Mal gucken. Ja, Tatsache. Mal gucken, wo kommen wir denn hin? Ich glaube, hier müssen wir sogar rein, ne? Stimmt. So, was haben wir denn hier so schön? Hier ist nochmal ein Fragezeichenblock mit einem Pilz drin. Gut. Und Eisblöcke. Naja, gut. Also sieht halt auch sehr schön aus mit den Röhren, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, ganz... Ja, super. Hat ja nicht so ganz geklappt. Wow, nein, 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 nein. Super. Doof. Okay. Also sieht halt auch mit den Röhren hier sehr schick aus, muss man sagen. Ich brauche mal einen Pilz. Nein, 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 nein. Ja, danke. So. Dann haben wir schon mal unseren Pilz. So. Gehen wir mal weiter. Wow. Oh, super. Ah. Das muss man aber ankündigen. Jetzt habe ich Angst hier. Ich möchte nicht sterben. Sterben wäre gerade doof. Hall. Hi. Hi. Oh, da kommt Gumbas raus, ne? Oder? Ne, irgendwie nicht. Okay. Wo muss ich denn hier hin? Hier rein, würde ich mal sagen. Geht's hier rein? Tatsache, okay. Achso, es gab drei Wege. Okay, ich bin gerade diesen Weg hier gegangen. Der ist aber ganz nett, finde ich. Boah, das ist hier so am Rutschen. Boah, ich muss mal hier den wegmachen erstmal. Weg damit. Boah, Pilz ist schon mal ganz schön. So, dann gehen wir mal hier rein. Gumba, Gumba, Gumba. Oh, was geskillt. Wieso? Ich möchte da nicht rauftreten. Boah, das ist jetzt aber fies, muss ich sagen. Boah. Boah, muss... Das ist jetzt... Das ist eine coole Idee. Ich meine, das ist fast am Levelende. Und dann nochmal so eine Idee hier zu machen, das ist schon fies. Aber... Okay. Ich glaube, hier sind auch die meisten Leute bestimmt gestorben. Oh mein Gott. Und jetzt mutig. Gut. Okay. Also das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, weil das zum Ende hin ist nochmal ein bisschen blöd. Aber hier gibt es nochmal ein paar Münzen für uns. Hier kommt nochmal ein großer Koopa raus, den ich auch brauche. Komm mal her. Dankeschön. Ah, der kommt zurück. Ja, super. Weiß ich doch nicht. Ich hätte gern noch einen Pilz, bitte. Boah, jetzt habe ich Angst, ey. Wann springe ich denn am besten? Jetzt, ne? Oh Gott, da war noch ein grüner gewesen. Oh, hier bitte ein Pilz. Oh, dankeschön, 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 dankeschön. Also, du bist nicht zu sparsam mit den Power-Ups, das ist schon mal sehr gut. Oh, so ein Level-Design sieht halt ganz schick aus, muss man sagen. So, gehen wir mal da rein. Hier ist auf jeden Fall was drin. Ja, war so klar gewesen. Es war ein Leben. Hier ist bestimmt nochmal ein One-Up, ne, ein Pilz, meine ich ja. Den hebe ich mir mal auf. Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann gehen wir mal hier rein. So, aber das ist schon ganz schön lang, das Level, muss man sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, beim Bild, dass doch so lang ist, das Level, aber okay. Oh, jetzt ist schon langsam Ende. Ah, wir sind langsam Ende. Stimmt, jetzt ist Ende. Ja, Ende. Also eigentlich eine schöne Level-Idee,
Also halt so allgemein mit dem Mond, man hat auch richtig schön gesehen, jetzt ganz so blau, so ein bisschen das Mondfeeling so ein bisschen aufgebaut. Aber diese Sache mit den P-Switches hättest du entweder am Anfang machen sollen oder am Ende. Weil das war wirklich ein bisschen fies gewesen, die Stelle. Und deshalb sind da bestimmt, haben die meisten Leute dann auch aufgehört. Weil man ist schon weit gekommen und dann mal so eine fiese Stelle zum Schluss ist nicht ganz so geil. Naja. Gut, das war die Mondbasis. Wunderschön. Wir machen mal weiter. Also wie viele Levels hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ach, wir gucken einfach mal in jedes rein. So, wir machen mal weiter mit Bowser's Luftschiff Flotte 1. Hat auch nur zwei Versuche, also zwei Durchkommer. Mal schauen. Auf jeden Fall ist schon mal kein Scrolling. Das ist schon mal sehr nett. Und wir sind im Super Mario World Style. Das gefällt mir auch schon mal. Ich wusste gar nicht, kann man die Pilze echt anderen Farben zuweisen? Ich habe noch nie einen gelben Pilz gesehen. Aber wenn man es kann, dann kann man es wohl. Na gut. So. Ich wünsche, ich könnte mich da ranhangeln. Geh mal weg hier. Dankeschön. Wo kommen wir denn hier rein? Okay. Aha. Interessant. Bist ein bisschen... Oh, komm schon. Diese blöde, dicke Pflanze. Jetzt bin ich hier ein bisschen schlecht. Dankeschön. Ja, war nicht so toll. War nicht so toll. Nee, nee. Wow. Also so. Na super, hat's ja lang gehalten. Also kann man die echt die Pilze schütteln und dann haben sie andere Farben? Ist ja interessant. Also wenn das so ist, dann wow. Interessant. Wusste ich das vorher noch nicht. Oh, ich bin gerade zu klein. Okay. Monty, Maulwürfe, Hilfe. Nein. Oh, da oben geht's weiter, glaube ich. Zumindest. Okay. Ein Pilz. Oh, super. Dieser Goomba am Anfang, ne? Ach, ja. Und Koopa. Natürlich, Koopa. Natürlich, Koopa. Koopa. So, nochmal hier. Mein Pilz. Vielen Dank. So. Wow. Ich wünschte, man könnte sich daran hangeln. Ich denke, die ganze Zeit, man kann sich daran hangeln, aber kann man nicht. Und das ist halt doof. Wow. Wow. Ich möchte... Okay. Wow, okay. Ich hätte gerne einen Pilz. Das wäre voll nett. Ist das Level gerade überhaupt so geplant, wie ich das hier gerade durchspiele? Oh, ein Pilz. Geil. Wunderschön. Okay, da unten kann man nichts. Hier ist noch ein Leben drin. Ich glaube, ich überspringe gerade so ein bisschen das Level, aber pff, na gut. Okay, ich dachte, jetzt wäre gerade eine Sackgasse, aber hier geht's nicht weiter. Okay, du hast auch schon drauf geachtet, dass man nicht abkürzt. Also vielleicht doch ein bisschen, aber halt jetzt nicht so ein Dead End hat. Ne? So, So, gehen wir mal hier rein. In das Schiff. Boah, coole Idee. Jetzt sind wir im Schiff drin. Richtig gute Idee. Ich habe den Geist nicht gesehen. Oh, oh. Feder. Feder. Danke. Hammer. Hammer. Dings. Ja, super. Wo muss ich denn hier hin? Hier muss ich hin. Okay. Ist aber ein schönes. Also sieht schön aus hier. Im Schiffinneren. Vielleicht ein paar viele Fenster. Aber okay. Hier geht's nicht rein. Wow. Ich brauche hier irgendwas. Nein, so jetzt nun auch wieder nicht. Ah, P-Switch. Manchmal doof, dass die nicht spawnen. Oh Gott, war knapp. Super, jetzt hier nochmal warten. Ne, brauchen wir nicht. Machen wir so. Wunderbar. Und jetzt hier nochmal ein Pilz. Auch oh, vielen Dank. Ah, ist das schön. So, hallöch, mein lieber Herr. Da kommen gerade ein paar Knochen auf uns zu. Und noch mehr Knochen. Wow. Okay, dieser große Knochen hier, lustig. Ah, super, ich dachte, da kann man rein. Rein da. Boah, war knapp. Gut. Aber du bist irgendwie fett von langen Levels. Also, geht auch schon wieder ein bisschen lange, das Level, aber ist jetzt nichts Schlimmes. Boah, Bowser, echt jetzt? Mach ich das so? Okay, jetzt muss ich mir also hier einen Weg runterbauen. Das wird jetzt auch lustig. Wenn das überhaupt so gewollt ist, hoffe ich mal. Hallo. Hallo. Okay. Okay, von mir aus. Mach kaputt. Boah, war knapp. Nein! Ja. Schade. Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Ich hätte vielleicht noch ein paar Items oder so geben müssen zum Schluss. Was wäre noch danach? Ich glaube, danach war aber auch Ende gewesen, oder? Ich sehe zwar jetzt nicht das Ende auf dem Bild, aber ich denke mal, danach wäre schon Ende gewesen, denke ich mal, nach dem Bowser-Kampf.
Also das ist ein bisschen, zu schwer gewesen. Vielleicht ein paar weniger Reihen von Bomben. Weil man muss halt auch bedenken, der Bosa macht halt diese blöden Feuerangriffe von oben. Und das kann dann halt leider ein bisschen nerven. Gut, macht aber nichts. Wir machen jetzt Save the Goombas. Das sieht irgendwie interessant aus. Warum sieht das Level so komisch aus? Okay, das hat so einen Hintergrund bekommen. Okay. Hallo Goomba, wie geht es dir? Tja, Schiss, ne? Okay, ich glaube, das sollen Häuser darstellen, wo Goombas drin leben. Und hier, diese Flammenwerfer sind die Schornsteine. So. Lalalala. Na komm, Dankeschön. Was haben wir denn hier unten? Noch ein Goomba. Weg mit dir, weg mit dir. Ist gar nichts zu holen. Okay, gehen wir mal hier hoch. So. Ich möchte hier rein. Ich glaube, das soll hier einen Baum darstellen, ne? Ich meine ja. Muss ich alle Goombas töten? Ich glaube, nee, wow, war knapp. Ich denke mal nicht. Also eigentlich glaube ich schon die Idee schon, aber ja, Also jetzt gehen wir erstmal den hier töten. Töten wir halt mal alle Goombas. Warum nicht? So, wir kriegen... wir werden selber zum Goomba. Ja gut, jetzt sind wir selber Goomba. Also warum soll ich jetzt meine Kameraden töten, ne? Ui. Das war gerade ein bisschen... Au, na super. Hat sich ja lang gehalten. Gut, jetzt sind wir Mario, jetzt können wir Goombas töten. Wow. Wow. Boah, man sieht hier gar nicht so gut hier, diese Objekte, muss man sagen. Wow. Okay. Ei. Hilfe. Ich bin mal oben lang, ne? Ist okay? Ne, da wenig. Ja, zu einfach gewesen. Aber jetzt werde ich sterben. Das sehe ich schon kommen. Wohl. Ja, das geht noch. Ha, Röhre. Ach, wir sind noch nicht am Ende. Oh, schade. Och, jetzt noch ein Unterwasser. Ach, Unterwasser sei schon. Castle Part. Wo bin ich denn hier hin? Blind Jump. Blind Jumps sind böse. Ich weiß nicht, so? Okay. Ich nehme mal den Koopa mit. Ach, soll man vielleicht so Dinger darstellen? Hier, diese Koopa-Dinger hier wie heißt das jetzt hier? Panzer. Ich glaube, das soll ein Panzer darstellen. Das ist eine lustige Idee als Panzer. Interessant. Coole Panzer-Idee. Ich bin ein Goomba, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Von mir aus, töte die da oben, schert mir nicht. Mochte ich eh nicht. So, ich möchte hier gerne raus, danke. Yeah. Och ne, nicht noch ein Bowser Junior jetzt hier. Wow. Ich brauche den, ne? Ja, war klar, dass ich den brauche. Na, das ist jetzt aber doof. Ich brauche mal hier den Pilz. Dankeschön. Geh mal weg hier. Wenigstens hast du hier eine schöne Kampfarena aufgebaut mit so ein paar Plattformen auch hier oben. Und Dankeschön. So, einmal Clownscopter für uns. So. Ja, dann sind wir, glaube ich, schon am Ziel. Hier kriegen wir nochmal einen Goomba und das war's. Schön. Das haben wir sogar geschafft. Interessantes Schloss auch. Okay. War ein interessantes Level. Mein Gott, habe ich Herzklopfen. Großartiger Bosskampf. Ja. War auf jeden Fall nichts zu überfüllt noch mit Gegnern oder so. Einfach nur der Bowser Junior noch mit ein paar Plattformen und so war gut gewesen. Gut. Jetzt machen wir mal Underworld Castle. Guck mal, ob wir da so schönes haben. So, ich sterbe? Nein, ich sterbe nicht. Oh, Mann, war ein Glück. Okay, da unten komme ich wohl nicht ran. Wow. Ich krieg einen Koopa. Ich krieg noch einen Koopa. Kommt ein anderer Koopa auch wieder? Ja, da kommt er wieder. So, danke schön. Na, mal komm. Ach, ja. Immer wieder das Gleiche. Okay, dann habe ich falsch verschossen. Ich brauche ein paar Koopas. Dankeschön. Na! Toll. Ja, die Rache der Koopas. Echt dann nur die Rache der Koopas. So, komm, ein Koopa bitte. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Komm, können wir uns das nochmal ein bisschen anstrengen? Hier ist doch nicht so schwer. Das Level sieht jetzt nicht so lang aus.
Dankeschön. Nehme ich noch einen. Nehme ich gerne mit. Wo die werden sich gleich kaputt machen, ne? Glaube ja. Nehmen wir mal den einen hier. Nein, warum nehme ich den denn? Oh Mann. Oh, die sind so schnell. Ach Gott hier, ey. Also langsam wollen mich die Kubas echt auf den Arm nehmen. Wow, schon wieder falsche Richtung. Du bist doch doof. Oh, ich habe auch keine Zeit hierfür. Weil so wow, okay. Eigentlich hätte ich sterben müssen, aber okay. Ich nehme es so hin. So, ich warte jetzt einfach nur ab. Wow. Wow. Wow, das war geskillt. So, bitte was Schönes. Einen großen Pilz nehme ich gerne. Hier geht's nicht rein. Doch, hier geht's rein. Cool. Hallöchen. Also es ist doch ein größeres Level, als ich dachte. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Falsche Richtung. Toll. Da muss ich hier nochmal reingehen. So, nochmal runter. Ja. Und da sind sie ja wieder. Wenigstens respawnen die Gegner. Das ist ganz schön. Wow. Wow. So, einmal ein Cooper bitte. Dankeschön. Okay. Was krieg ich hier unten? Nichts. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Freunde. Ach ja. So, machen wir mal. Was verbirgt sich hinter Röhre Nummer 2? Auch ein Cooper. So, das sieht schon mal gut aus. Ah, das sieht gut aus. Können die mir wehtun? Nö. Jetzt, ne, können wir nicht wehtun. Ah, ich kriege einen Goomba wieder mal. Du magst irgendwie den Goomba-Amiibo, glaube ich. Oder den Amiibo, ist ja kein Amiibo, ist ja nur ein Pilz. Ein Goomba-Amiibo wäre aber auch lustig. Hm, naja. So, hier rein. Gehen einfach mal alle Röhren durch. Warum nicht? Wow, und da habe ich auch schon verloren. So, ich hätte gerne den. Danke. Und dann möchte ich hier rein. Geht gar nicht. Okay. Dann hebe ich ihn einfach mal auf. So, gehen wir hier rein. Aber wo muss ich denn hier hin? Ich muss ja irgendwo in irgendeine Röhre muss ich ja wohl rein. So viel ist jetzt schon mal klar. Okay. Huh. Ah, ich kann da hochspringen. Das ist ja interessant. Ah, ich brauchte den Schuh hierfür. Okay. Mag solche Zehen nicht. Ach, hier geht's hoch. Hä? Ah. Ich hab mich verbuggt. Geil. Toll. Ah, das ist doof. Da muss man echt aufpassen, dass sowas nicht passiert. Da hättest du die Mauer ein bisschen höher ziehen müssen. Tja, schade. Hier ist das Ende. Schade. Traurig. Traurig, schade. Ja, na gut. Du machst echt so lange Levels. Hätte ich gar nicht gedacht vom ersten Bild. Aber okay. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz noch in die rein. Wir haben ja schon wieder 18 Minuten. Ja, ja. Schnell die Zeit doch vergeht. Also machen wir das hier mal noch ganz schnell. Ganz schnell. Steht ihr? Wow. War richtig schnell gewesen, oder? Fand ich auch. Boah, ich denke die ganze Zeit, man kann sich da oben ranhalten. Kann man sie aber nicht. Ich hätte gern eine Feuerblume, nehme ich gerne. Wow, das war skillig. Fand ich. Das war auch noch skillig, das war auch noch skillig, das war auch noch skillig, das war nicht mehr so skillig. Komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein. Jetzt komme ich rein. Okay, ich muss hier wohl unten durch. Brauche den Helm. Dankeschön für den Helm. Ja gut, da habe ich Helm verloren. Brauche ich nicht. Brauche keinen Helm. Wer braucht schon einen Helm? Wer braucht einen Helm? Ich brauche keinen Helm. Ich nehme eine Feuerblume, ist viel cooler als ein Helm. So. Oh komm. Oh, ich hätte es fast geschafft. Nein, nein, ich hab's fast geschafft. Oh, ich krieg das auch so hin. Brauch den Doofkopf nicht. Okay, ich nehme mal den Doofkopf mit. Ha, geht auch so. Haha. Ha. Ah, jetzt haben wir noch einen Untergrundpart hier. Noch nicht vorbei hier, das ganze Spektakel. Hallöchen, Blume. Hallöchen, Blume. Okay. Aha, aha. Blume. Du magst Blumen. Ja, es war sehr schön. Okay, okay. Okay. Springen wir hier rüber, Blume. Böse Blumen. Böse, böse Blumen. Hier ist auch gar nichts Schönes drin für mich. Doch, der Pilz da. So, den nehmen wir mit. Hier sind ein paar Wumms. Ich glaube, hier hätte ich durchlaufen sollen. Ja, Wunder. Oh, da geht noch weiter. Sag das doch. So.
So, nochmal hier ein bisschen Putty. Und da ist die Flagge. So, das Level haben wir noch ganz schnell geschafft. Wunderbar. Wunderschön. Ach ja. Aber wo wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen, da sind wir natürlich übel, aber ich möchte jetzt nicht mehr so lange hier dran sitzen. Aber war eigentlich ein schönes Luftschiff-Level. Muss ich sagen, war interessant. War schön. Boah. So, dann schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Das Spukhaus 1, 2, 3. Das hat schon eine Prozentrate, Durchschaffrate von 16%. Also sollten wir ja wohl machbar sein und wir auch das schaffen können. So. Aber erstmal baue ich mir den Weg kaputt oder auch nicht. Das ist also schon mal so ein Level. Aha, hier geht's weiter, okay. Hier kann man es ja ducken. Upsala. Komm, beeil dich, meine liebe Plattform, die Kreissäge kommt. Und der Kettenhund, das ist auch eine interessante Idee. Mit dem Kettenhund, dass er auch halt vorbeikommt, der Kettenhund. So, ich möchte jetzt gerne Blindjump machen, möchte ich aber. Doch, jetzt mache ich Blindjump. So, hier ist alles okay. Hier geht's nicht weiter. Ich muss wieder. Hast du schon wieder dieses Röhrengedöns gemacht? Ne, hier geht's nicht rein, hier geht's nicht rein, hier geht's nicht rein. Hier geht's nicht rein, hier geht's nicht. Hier geht's rein. Okay. Da haben wir unseren Burat. Burat, Damen Kamek. Tschüss. Ich schaue euch an. Nein, ich schaue euch an. Nein, ich schaue euch an. Ich schaue euch an. Ich schaue euch an. Ich schaue euch an. Oh, das ist nur so ein kleiner Kamek. Geh mal weg hier. Dankeschön. So. Hoppala. Ist hier irgendwas Schönes drin für mich? Maybe, 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 außer Kamek. Doch, den Pilz hätte ich ganz gerne. Den nehme ich mit. Der war gratis gewesen, weißt, wisst ihr. So, gehen wir hier noch durch. Warten wir noch mal kurz ab auf den Bugkreisel. Wunderbar. Gehen hier durch die Tür. Durch die Röhre. Warum hast du extra für eine Röhre gemacht? Okay. So. Hier gibt es so einen Pilz. Nicht so spannend. Und die nächste Fahrt. Map. 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 Ja. Da kommt die Kreissäge. Hey, du hättest der Plattform Flügel geben können. Der wird hier ein bisschen schneller, aber ist okay. Lalala, lalala, lalala. So, mal ein bisschen abkürzen. Was ist hier drin? Nur ein Pilz. Aber du bist auch ein bisschen knausig. Oh, sorry, warte kurz. So, wieder da. Ich wollte nur sagen, du bist echt knausig mit One-Ups. Nicht One-Ups, sondern beziehungsweise mit Power-Ups. Also du gibst hier meist nur einen Pilz. Okay. Ja, ich wollte jetzt nicht springen. Gut. Aber wir wollten uns eh nur das Level anschauen. Jetzt machen wir noch das andere Level. Ganz kurz mal reinschauen. Aber du machst jetzt nicht so schlimm. Also du machst gute Levels. Also Endfazit von deinen Levels bisher, du machst gute Levels. Du machst jetzt keine übertrieben schwere oder übertrieben nicht schön. Also du achtest auch auf Design, das ist gut. Also gefallen mir die Levels auf jeden Fall. So, jetzt spielen wir das nochmal kurz hier durch. Höhe durchspielen, versteht ihr? Na guck mal hier, das war schon mal geskillt. Mein Gott, jetzt geh doch mal da hoch. Dankeschön. Ja, wow. Hey, also ein bisschen möchte ich schon noch mehr zeigen von dem Level. Auch wenn wir schon spät haben. So. Da-dum, da-dum, da-dum. So, hier hin. Hier, hin. Wow, das habe ich geschafft. Da bin ich gerade selbst überrascht von mir. Ich kann mal hier durch die Tür. Mal gucken, was da hinkommt, wo wir hinkommen. Ah, oh doch, cool. Aber wie kriege ich denn den Helm? Wie kriege ich den Helm? Krieg den gar nicht, ne? Doch, ich krieg den. Aber wie? Ne, so nicht. Ja, das ist schlecht. Ich möchte hier durch, danke. Ich spring mal hier über den Hammerbruder rüber. Warte ich mal, warum muss man mal Bugkreise benutzen? Bugkreise sind so lästig. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ich empfehle euch eine. Ich empfehle eine Röhre mit einem P. Damit hat man mehr als nur einen Versuch. Was? Ich empfehle euch eine Röhre mit einem P. Hä, was will der gerade von mir? Achso, da hat man mehr als einen Versuch. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay. So, was haben wir hier noch Schönes drin? Ach, ein P-Switch. Hä, was brauche ich denn den? Ich empfehle eine Röhre mit P. So.
Ich muss bestimmt irgendwo ganz schnell hin, aber ich lasse mir gerade richtig viel Zeit. Aber das ist mir gerade mal sowas von Wumpe. Ah, ich weiß, wo wir hin. Ja, hier hätten wir lang. Nee. Möchte. Nein, ich möchte. Ja, ich möchte. Ja, ich möchte ihn aktivieren. Aktivieren! Dankeschön. So, ja, von mir aus. Ja, ist okay. So, hier ist ein bisschen Party angesagt. Und da ist noch die Flagge. So, wunderbar. Damit habt ihr wieder euren halben Stunden-Part. Knappen halbe Stunde Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen, dass ich deine Levels gespielt habe. Also, ich fand die sehr schön. Mach weiter damit. Du kannst gut bauen. Ganz gut Levels bauen. Okay, Leute, dann will ich vorstellen, war es hier für ein Part. Vor allem, das war mein Make-up. Bis dann. Ciao. Yoshi, Tindo.